Die Ukraine hat zuletzt die Vorbereitungen für eine Gegenoffensive verstärkt, mit der die russischen Truppen von den besetzten Gebieten im Osten und Süden des Landes vertrieben werden sollen. Angesichts dieser erwarteten ukrainischen Offensive forderte Moskau am Sonntag Familien und Kinder sowie ältere Menschen auf, mehrere von Russland gehaltene Gebiete im Süden der Ukraine zu verlassen. Mehr als 1500 Menschen seien bereits in Sicherheit gebracht worden, darunter mehr als 600 Minderjährige, erklärte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Region Saporischschja, Jewgeni Balitski, am Sonntag. Von der Teilevakuierung sind wohl mindestens 18 Städte und Siedlungen betroffen, darunter die Stadt Enerhodar, in der die meisten Beschäftigten des Atomkraftwerks Saporischschja leben. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, warnte am Samstag, die Lage im Gebiet rund um das Atomkraftwerk werde immer unberechenbarer und potenziell gefährlich. Er sei extrem besorgt um die atomare Sicherheit und Sicherheitsrisiken für die Anlage.